Hey Leute, ich habe diese Woche irgendwie von allem zu viel. Ich war auf das Demos Paradise in Düsseldorf, hatte ich letzte Woche irgendwie schon von erzählt. Und das war eine Messe, die über 2 Tage ging, letztes Wochenende auf 4.500 Quadratmeter in der Mitsubishi Elektrikhalle. Es war für eine kleine Messe dann doch noch relativ viel los. Also samstags war es ein bisschen mau. Als ich um 11 Uhr kam, war es tatsächlich knackevoll. Aber so gegen 3 Uhr wurde es langsam wieder leerer. Sonntags dafür war dann doch ein gutes Stück mehr los. Und es war eine schöne Messe. Ich dachte so, das ist so ein netter Jahresabschluss. Also die letzte Messe, die ich im Jahr sehen kann. Und da will ich hinfahren. Unter anderem auch, weil Thomas Steamshots Mitveranstalter war. Und so kam es, dass man mir in letzter Minute irgendwie auch noch ein Hotelzimmer spendiert hat. Vielen Dank dafür, auch an Uwe, also der Hauptveranstalter eigentlich und der Typ, der den ganzen Tag super busy durch die Gänge rennt, weil er halt anscheinend echt einen sehr stressigen Job dort hat. Und es war cool. Und ich war keine 15 Minuten da drin und dann kommt Joey von Vapors Guru und drückt mir Bier in die Hand. Und er hatte schon angekündigt, hey, ich bring dir ein Bier mit. Im Endeffekt hat er einen Rucksack voll Bier mitgebracht. Er ist Düsseldorfer und er hat mir Alt mitgebracht, er hat mir aber auch einen Kölsch mitgebracht, also damit ich auch mal so den Gegenvergleich habe. Und ich werde eins von denen aufmachen und ich werde die dekadente Flasche aufmachen, denn die läuft am ehesten ab. Das ist eine Flasche Schumacher Alt. Das ist wohl eine Düsseldorfer Hausbrauerei. Und ich wusste nicht, dass Altbier so schnell getrunken werden muss. Und das wird wohl direkt aus dem Braukeller abgezapft. Das wird am 11.11. abgefüllt und wird am 23.12. ablaufen. Also trinke ich das jetzt als erstes. Das Problem ist, das ist ein ganzer Liter. Das Gute ist, ich habe schrecklich viel Liquid mitgebracht. Ich mache mir jetzt mal das Bier auf. Ah. I love it. So, Altbier ist sehr oft ein dunkleres Bier, weil da Röstmalze drin verwandt werden. Und da gibt es dann wohl nochmal so regionale Unterschiede, wo dann von Dorf zu Dorf alles irgendwie so ein bisschen anders ist. Das hier hat so eine schöne, ja, ein bisschen oberhalb von Bernstein in der Farbe. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals ein Altbier getrunken habe. Was ich jetzt tun werde, da ich das in letzter Zeit immer vergessen habe, ich mache jetzt ein Bild für Untappd. Untappd ist wie Facebook nur für Bier. Nur für. Das sieht nicht gut aus. Ich habe hier ein bisschen gekleckert. Also so eine Art Facebook für Alkoholiker. Wobei ist Facebook nicht eh immer für, ist egal. Zack. Da lade ich das Bier mit einer Bewertung nachher hoch. Prost, auf euch, auf Joey. Sau viel Kohlensäure. Und ganz leicht sprittig. Ganz bisschen, finde ich cool. Und malzig. Ja, es ist einfach stark malzig. Es ist so, wie es aussieht. Es ist halt ein dunkles Bier mit viel Malz und genug Hopfen und sprudelt wie die Sau. Okay, das haben wir geschafft. Ich lief über die Messe und es kamen immer wieder Leute auf mich zu und haben gedacht, ey Pixel, probier doch mal unser Liquid hier, nimm dir doch mal eine Flasche mit. Und ich habe gesagt, ja klar, nehme ich mit, ich mache jetzt einen Vlog. Und ich werde am Wochenende einen Vlog machen und alles, was ich heute so einsammle, werde ich dann in diesem Vlog verköstigen. So, jetzt haben wir ein Problem. Denn das ist gar nicht so wenig. Es ist eigentlich fucking viel Zeug. Also, wir machen das so. Ich habe von verschiedenen Firmen Sachen gekriegt und jede Firma, die mir mehr als ein Liquid oder ein Aroma mitgegeben hat, werde ich ein Paket schnüren. Das zweite kriegt ihr dann quasi.
Und ja, ich kam in die Halle rein. Wie gesagt, es hat keine Viertelstunde gedauert und dann hatte ich irgendwie 2 Liter Bier in der Hand, beziehungsweise halt so dabei in meiner kleinen, in meinem kleinen Turnbeutel, den ich auf dem Rücken hatte. Und zum Glück habe ich dann Olivier getroffen. Olivier ist aus Saarbrücken, arbeitet bei Pro Steamer und die haben gerade eine neue Reihe rausgebracht. Sneak Peek heißt es. Und ich habe zu ihm gesagt, Olli, tut mir leid, du bist jetzt meine Homebase, was Krempel angeht. Ich muss jetzt bei dir Bier unterstellen. Das ging. Ich habe bei ihm dann meine Jacke noch abgelegt und so. Und er meinte, ja, wenn du das jetzt tust, dann hast du auch eine Aufgabe. Du musst nämlich unsere neuen Aromen probieren. Das wird heute eine komplette Ich probiere Aromen durch Sendung. Sneak Peek heißen die Sachen und die haben verschiedene Reihen. Was mit Tee, was mit Kaffee, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und eine Cookie-Linie. Und das hier ist Pekanuskrapfen. Ich habe mir eben die Enigma, weil ich da Bock drauf hatte, frisch gemacht. Denn ich wollte mir ja eigentlich ein Möllnir mitbringen. Und irgendwie kam es soweit nicht. Ich habe Tjark getroffen, der dicke Mann aus dem Norden, der für die Social Vapers vor Ort war. Die hatten Stand mit Social Vapers, die hatten eine großartige Aktion laufen für Rollstühle für Kleinkinder. Und da kam auch einiges zusammen. Und Tjark sagte zu mir, ich habe noch Mjölnir, kann ich dir schicken? Ich so, okay, also alles, was man mehrfach verwendet, finde ich immer erstmal gut. Sag mal, da fehlt doch so ein Ring. Der Ring liegt da hinten. Ich muss mal Pause machen. Und zudem wurde mir auch noch in den Kommentaren ein Möllnir angeboten, so von wegen, der liegt bei mir in der Schublade, den kannst du haben. Und dann werde ich mir keinen kaufen. Ich bin nicht geizig, glaube ich. Glaube ich, hoffe ich. Ich bin so ein bisschen so ein Öko und ich finde, alles, was Secondhand-Ware ist und noch funktioniert, sollte nicht in Schubladen versauern, sondern benutzt werden. Genauso geht es mir jetzt momentan auch mit den Liquids, beziehungsweise den Aromen. Ich werde die nicht alle dampfen, also kann ich davon ja einfach ein kleines bisschen was weitergeben. Die Enigma ist ein legendäres Gerät von Thomas Brückmann. Das war meines Wissens nach der erste in Deutschland gebaute DL-Verdampfer. Von 2013 ist der schon so alt. Immer noch ein erstaunlich gutes Gerät und ich finde ihn zeitlos schick. Ich habe da drin Pekankrapfen von Sneak Peek. Ich zieh mal. Ganz lecker. Mir fehlt jetzt schon so ein bisschen ein überrissenes Cookie-Aroma da drin. Also es könnte für mich deutlich mehr Keks sein. Aber andererseits muss ich sagen, es ist auch nicht so aufdringlich wie diverse Gebäckaromen, die am Markt sind. Übrigens, das sind also alles, was ich zeige, sind alles Aromen, die irgendwie so einen Shot drin haben oder eine kleine Flasche, die man auffüllen muss. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht übertrieben süß ist. Für mich schmeckt es so ein bisschen wie ein weicher Keks. Wisst ihr, was ich meine? Diese weichen, riesen amerikanischen Kekse. Also, mit viel Teig drin. Jetzt heißt das ja Krapfen. Und da weiß ich jetzt nicht genau, was die meinen. Ob die mit Krapfen das meinen, was wir hier in Berliner nennen, nämlich diese dicken Teigteile. Das würde erklären, warum das mehr teigig als keksig schmeckt.
Aber das Nussaroma ist sehr schön. Und zwar nicht so, wie ich das gewohnt bin, denn normalerweise bin ich gewohnt Erdnuss oder Walnuss oder Haselnuss. Und Pekannuss hätte ich jetzt nicht erraten, aber es ist tatsächlich mal ein anderes Nussaroma. Finde ich ganz gut. Wird für mich aktuell kein All-Day, aber für mich wird momentan nichts Keksiges ein All-Day. Ich krieg die Minze Eukalyptusphase einfach nicht weg. Minze, Eukalyptus, Menthol. Ich weiß auch nicht. Ich bleib dabei momentan irgendwie. Für gewöhnlich hat es bei mir im Winter immer umgeschlagen, dass ich dann sowas nicht mehr wollte, aber aktuell, ne. Ich dampf weiterhin Blackline, ich dampf Blueline, ich dampf Greenline. Das sind meine drei Super All Days. Ich weiß, bei denen kann ich nie was verkehrt machen. Und im Moment gehen die auch nicht weg. Und es kommt auch nichts Gebäckiges oder Vanilliges so richtig hinzu. Ich wickel übrigens mit der, also ich bewarte mit der Super Sorb Kartencord, einfach weil das sehr flott geht und ich hier einen Single Coiler am Start habe. Und ich bin kein Fan der Supersorb Cuttencord im Tank, aber im Tröpfler ist es einfach eine sehr gute Sache, weil ich mir keine Gedanken drum machen muss, wie groß, wie breit ich die jetzt abreiße. Ich habe hier übrigens gerade mal 0,6 Ohm auf dem Verdampfer an Widerstand. Das ist ziemlich viel und trotzdem nebelt der wie Sau und schmeckt. Die Enigma ist super. Ja, und von diesem Sneak Peek gibt es eine Flasche, die ist in einer Gewinnbox drin. Darüber erzähle ich nachher was. Das ist Mandelkeks. Und das klingt irgendwie schön weihnachtlich. Ich habe einen Typen kennengelernt, nämlich. Der nennt sich im Internet Ich Stampfe mit SCH Stampfe oder einfach nur SC, ich glaube einfach nur SCH Stampfe. Und im Gespräch, er hat sich halt vorgestellt als: Hey, ich gucke deine Videos, hey, ist schön, dich mal kennenzulernen, das hier ist mein Sohn, so wie das so ist auf Messen, also sehr, sehr nett, so wie mir das gut gefällt. Und er erklärt mir, der Name kommt daher, er ist der Typ, der bei Stefan Raab vor 20 Jahren mal dafür bekannt war, dass er in einer Talkshow gesagt hat, Schkucke. Es war original der Typ, der Schkucke gesagt hat. Er ist jetzt Stampfer, er ist jetzt Dampfer. Finde ich großartig. Ich greife hier einfach mal in diesen Berg aus Aromen und ziehe irgendwas. Ich ziehe Tabak Royal und das gehört hier gar nicht hin. Ich greife einfach das, was neben dran steht. Vapemeister von Vapur. An den Stand von Vapur bin ich gekommen, nachdem mich zwei Jungs angesprochen haben. Und da war ich ein kleines bisschen geschockt erstmal. Also plötzlich hinter mir zwei Stimmen. Hallo, hallo, können wir mal hallo? Und ich drehe mich rum. Und mich begrüßen zwei, ja, eigentlich kann man schon sagen, Männer. Die waren ja alt genug. Ja, hallo, schön dich kennenzulernen. Wir gucken deine Videos. Und wir haben so ein bisschen drüber gelabert, was sie schon gekauft haben und was sie da dampfen. Und dann frage ich irgendwann, sag mal, Jungs, seid ihr für mein Zielpublikum nicht irgendwie ein bisschen wahnsinnig jung? Kann das sein? Und dann stellt sich raus, die Buben sind 18. Ich war so ein bisschen. Es ist dieser Moment, wo man realisiert, ich habe Zuschauer, die sind gerade mal halb so alt wie ich. Das ist ein bisschen ein Kulturschock. Oh. Und haben alle Vorurteile widerlegt, die man normalerweise über junge Leute beim Dampfen so redet. Einer von denen hatte Corona in der Hand. So, ja, ich wickel nur selbst, ist cooler. Ich mag so die entspannten Wicklungen. Nichts irgendwie TFV 16 oder so. Oder nur Juul mit übertriebenen Nikotinstärken. Nein, coole, schöne Selbstwickler. Ich meine,
keine Ahnung, ob ich mir mit 18 hätte einen Corona leisten können. Das kommt halt auch noch dazu. Sie hatten tatsächlich teure Hardware. Aber ich war ein bisschen sehr überrascht, ja. Und nachdem ich mit denen geredet habe, da war ich dann quasi gerade am Stand von Vapur. Deswegen fällt mir das gerade ein. Vapur sagt mir nichts. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Sie haben mir drei Aromen mitgegeben. Ja, und das hier ist Vape-Meister. Ich probiere mal. Der Moment, wenn man nicht weiß, ist da jetzt Kulada mit drin oder ist das Menthol, was da mit drin ist? Also, es ist ein Waldmeister. Es ist recht süß und soweit so gewöhnlich. Es ist so eine Minze, Menthol, Kulada-Mischung, würde ich sagen. Beim Kulada bin ich mir nicht sicher, denn wenn sowas Minziges, Mentholiges mit drin ist, dann kann man es ja schon fast nicht mehr sagen. Kulada ist ja quasi Menthol ohne Menthol. Also nur das Kalt vom Menthol. Von daher. Das hätte für mich jetzt tatsächlich schon all der Charakter. Vielleicht ist es mir ein bisschen zu süß, aber was ich geil finde, der Waldmeister, der drin ist, schmeckt relativ ernsthaft. Also es gibt ja einmal den Brausewaldmeister. Das ist halt einfach so Ahoi Brause, Ahoi Brause, alles süß und nichts mehr Bitteres oder so drin. Und hier hat der Waldmeister auch noch so ein bisschen was Krautiges. Finde ich gut. Vapur mit 3O. Mich interessiert gerade, was der Spaß kostet. Ah, mein Rechner steht übrigens ganz da hinten. Meine Tastatur steht jetzt hier. Und das Signal, kommt langsam durch. Okay. Vapur Vape-Meister. Also ihr kriegt 60 ml, es wird auf deren Seiten nicht gefunden. Super, Jungs. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gerne noch darüber erzählt, was es kostet. Ich weiß es nicht. Aber es kommen 60 ml Liquid bei raus. Und ich habe mich vollständig von der Idee verabschiedet, dass ich auf Messen mal wieder irgendwas Interessantes in die Finger kriege, was nicht in Chubbies abgefüllt wird. Ja, von der Idee habe ich mich, ich glaube, das wird nichts mehr. Vielleicht gibt es irgendwann einen Erlass oder so und dann werde ich mich da hinstellen und sagen, haha, ich habe es euch doch gesagt, aber vorher kriegen wir halt mindestens 60 und 120 ml Flaschen. Das ist jetzt eben so. Also, ja. Tatsächlich könnte Weltmeister für mich ein Olde sein. Würde es nicht in diesen Flaschen geliefert werden. Am Samstagabend waren wir essen. In so einem riesen China-Tempel. So ein All-You-Can-Eat-Buffet. Und eigentlich war der Plan, wir gehen abends noch in die Düsseldorfer Altstadt und machen dort mal richtig schön die Wildsau. Und das ist ausgefallen wegen zu voll gefressen. Wir hatten freitags uns schon so ein bisschen in der Hotelbar warm gefeiert und samstags den ganzen Tag auf der Messe rumlaufen. Also ich war fertig, alle waren fertig. Es ging nichts mehr. Eigentlich hatte ich mich mit Tjark verabredet, dass wir mal richtig schön die Altstadt unsicher machen. Aber ältere Herren, die sich halt vorher hier mit so China-frittierten Kram vollstopfen, die gehen nicht mehr auf die Piste.
Das war wenig Rock'n'Roll, aber das war auch so ein kleines bisschen vorhersehbar. Ja, nachdem wir da rauskamen, gab es folgendes Problem. Es waren irgendwie 4 bis 5 Kilometer zum Hotel. Und ich gehe ja grundsätzlich ganz gerne zu Fuß, aber 5 Kilometer durch eine Stadt, die ich nicht kenne, war mir dann noch ein bisschen zu weit. Jetzt gab es noch einen Platz im Auto bei 510. Das Problem war, der Platz war im Kofferraum. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Wir haben dann erstmal den Test gemacht, wie viele Pixel passen in einen Kofferraum von so einem Ford Edge, heißt der, glaube ich. Ist schon ein Riesenschiff. Andererseits bin ich jetzt auch nicht so der große Typ, also war das jetzt nicht so das Problem. Und darf ich überhaupt sagen, dass wir dann mit dem Auto quer durch Düsseldorf gecruist sind und ich konnte mir angucken, wie so ein Auto von hinten aussieht, weil ich glaube, eigentlich ist das illegal. Deswegen, nee, haben wir nicht gemacht, haben wir selbstverständlich nicht gemacht. Kinder, tut das nicht, das darf man nicht, tun wir auch nicht. Ich habe noch vergessen, auch von Vapur sind noch einmal Mintex und einmal Vape Chino in der Kiste zum Verlosen. Verlosen machen wir am Schluss. Ich hoffe, ich denke dran. Ganz doof. Dann Roofies. Roofies hatten mich schon mal angeschrieben, als sie ihre erste Aromenlinie rausgebracht haben und haben gesagt, hey Pixel, wir haben hier was Cooles Neues gemacht, ein Produkt, das heißt Roofies und das hat alles irgendwie mit nackten Weibern zu tun und ich habe gesagt, nee Jungs, geht mir weg, ich finde Titten großartig, aber ich glaube, das, was ihr hier macht, ist purer Sexismus. Die Dinger hießen immer irgendwie Litchi, Bitchi, Popporn, bla bla bla. Und das dann noch so zu nennen wie quasi eine Vergewaltigungsdroge, ich kam da nicht gut drauf klar. So, jetzt haben sie was Neues gemacht, nämlich Bonnie und Clyde. Und ich habe auch mit denen geredet und sie meinten, ja, die Linie läuft soweit auch, das läuft ganz gut. Und es gibt auch Leute, die nehmen uns das übel. Es gibt Leute, denen fällt das gar nicht auf. Und es gibt Leute, die finden das großartig, dass das halt mit so einem Schmunzeln als Sexismus abgetan wird. Ich mag das bis heute nicht. Aber mit diesem Bonnie und Clyde verabschieden sie sich davon. Und das finde ich gut. Ich meine, es ist immer noch so, Typ mit zu viel Muskeln und Frauen mit zu viel Titten auf den Flaschen. Ja, aber es geht, es hat diese Tendenz nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, hey, komm, lass mich das mal probieren. Hab das Clyde mitgenommen. Und packe ich mal einen Verdampfer. Übrigens, wer sowas nicht mehr kennt, hier unten gibt es einen Locking Ring bei dem Gerät. Das heißt, ich kann quasi den Taster sperren. Hatten früher alle Popo-Taster-Geräte, sieht man heute nur noch selten. Ich probiere. Clyde ist Limette mit Gurke. Und Gurke ist jetzt nichts Neues. Ich muss noch ein bisschen nachtröpfeln. Das gibt es jetzt schon länger in einigen. Aber ich finde, das hier ist irgendwie besonders lecker getroffen. Das wirkt so getränkesaftmäßig. Es wird jetzt einige geben, die sagen, Gurke in Liquid bzw. in Aroma, braucht man das wirklich? Gurke habe ich am Salat. Aber wenn ihr mal einen Gin Tonic zum Beispiel mit Gurke drin getrunken habt, dann lehrt euch das was anderes. Nämlich, dass Gurke sehr, sehr erfrischend ist. Und dass Gurke total geil zu Zitrone passt. Und das ist ja auch der Fall. Was bei denen auch noch passiert ist, darüber musste ich so ein bisschen schmunzeln. Die neue Linie ist irgendwie auch sexistisch, aber sie überzeichnet das Ganze auch weiter. Denn Clyde ist das Zeug, was nach Gurke und Zitrone schmeckt. Und
Bonnie schmeckt nach Himbeere und noch irgendwas. Und ich habe beide probiert und habe bei dem Clyde gesagt, das ist cool, das Bonnie gefällt mir nicht so. Und dann meint, ich weiß nicht, wie der Typ heißt von Roofies. Das tut mir leid. Erik, kann das sein? Ich hab's nicht mit Namen. Meins. Das ist witzig, denn die meisten Frauen finden eher Bonnie gut, die meisten Typen finden eher Clyde gut. Und ich habe mir das eine Zeit lang am Stand angesehen, das war tatsächlich so. Also es ist sozusagen gegendertes Liquid. Aber ich finde es unverschämt lecker. Darüber kann man gar nicht so viel erzählen. Es ist Zitronenlimo mit Gurkenscheiben. Nicht zu süß, nicht zu aufdringlich. Super Verhältnis. Könnte ich auch den ganzen Tag dampfen. Jo. Dann gab es irgendwie auf der Messe noch diesen Showkampf. Den habe ich nicht mehr mitgekriegt. Und ganz ehrlich gesagt, hat er mich auch nicht groß interessiert. Ich, das war jetzt sowieso kein richtiges auf die Fresse hauen, was die sich dort gegeben haben. Und ein auf die Fresse hauen hätte ich auch nicht gebraucht. Aber muss sagen, für was es gesorgt hat, ist, dass am Sonntag um 15 Uhr wirklich noch gut was los war. Ich weiß nicht, was danach passiert ist, als der Kampf vorbei war, aber es hat irgendwie dafür gesorgt, dass noch Leute da sind. Und das ist doch schon mal ganz geil. Ein paar Sachen haben nicht gut funktioniert auf der Messe, wobei das tatsächlich nicht viel war. Eine Sache, die nie funktioniert, oder selten, oder die einem dann auch direkt auffällt, wenn sie nicht funktioniert, ist Catering. Das Catering war grottenmies. Die Getränke waren viel zu teuer. 0,3er Wasser, ich weiß es nicht mehr, 3 Euro oder was. Und sowas alleine regt mich schon auf. Denn ich bin der Überzeugung, es ist eine Messe. Die Leute haben Eintritt bezahlt. Und ja, dann darf es halt teuer sein, wenn man sich eine Currywurst kauft. Oder wenn man da irgendwie was Großartiges haben will. Aber Kinder, Wasser? Ernsthaft? Stellt doch bitte auf Messen Wasserspender auf. Wo Leute sich einfach einen Becher voll Wasser zapfen können oder sich auch vielleicht eine komplette Getränkeflasche voll machen können. Einfach weil Wasser ist sowas Essentielles. Auf Messen soll niemand verdursten, nur weil er jetzt gerade nicht genug Geld hat. Und 3 Euro für normales Trinkwasser, das geht nicht. Das finde ich blöd. Es muss keine Cola sein, aber 3 Euro für ein Trinkwasser, das ist zu viel. Das Essen war, ja, es gab Brezeln und es gab Frikadellen im Brötchen. Die Auswahl war sehr, sehr beschränkt. Zum Glück gab es direkt in der Nähe eine winzig kleine Pizzeria oder so ein Pizzeria-Imbiss, die auch Burger gemacht haben und sowas. Und außerdem auch iranische Küche angeboten haben. Und ich bin dann dorthin. Das erschien mir als cooler. Und dort war das Essen tatsächlich auch sehr lecker. Aber das Catering an sich hat so nicht funktioniert. Hatte ich sonst irgendwie Kritikpunkte? Tatsächlich nicht wirklich. Die Luft in der Halle war gut. Auch als es gefüllt war, es war eigentlich nie zu laut. Klar, wenn Bühnenaction ist, dann darf es auch ruhig mal lauter sein, aber man musste sich nicht anschreien. Westy hatte noch angemerkt, was ihn immer stört ist, warum gibt es bei Messen so selten anständige Sitzgelegenheiten? Warum hat man in der Mitte nicht irgendwie einen Bereich, wo man sagen kann, hier stehen zumindest ein paar Bierbänke und Leute können sich dorthin hocken und können was trinken. Zum Beispiel kostenloses Wasser von einem Wasserspender. Denn das würde dafür sorgen, dass auch mehr Leute da bleiben, wenn sie gerade mal keine Lust mehr haben, weil sie sich irgendwo ausruhen können, weil es diesen Ort gibt. Und den gab es nicht so richtig. Es gab den Vorraum, aber der war halt auch immer sehr leer. Und man hatte irgendwie so das Gefühl, dort muss man jetzt nicht unbedingt verweilen, weil man kommt sich dort fehl am Platz vor.
Aber ansonsten gab es jetzt nicht viel, was mir aufgefallen ist. Und auch das, finde ich, ist irgendwie schon so ein kleines bisschen Jammern auf hohem Niveau, denn es hat alles gut funktioniert. Es war jetzt die erste Messe in Düsseldorf und ich weiß noch nicht, ob es die letzte bleiben wird. Dazu gab es jetzt natürlich noch keine Aussagen, das wird man sehen. Aber es war besser besucht als Trier und wie Aachen so war, weiß ich nicht. So, ich habe von Ultra Bio das Alpha-Virus. In die Flasche musste ich mich irgendwie verlieben, denn da ist ein Astronaut drauf und Astronauten haben mir es angetan. Ich zieh mal. Ist witzig, weil es kommt jetzt in diesem Tröpfler nochmal anders als zum Beispiel im Tank. Aber die Grundtendenz bleibt die gleiche. Es ist ein Kirschjoghurt. Und bei Joghurt hatte ich so ein bisschen Angst, denn ich kenne genug Joghurt, Aromen oder Liquids, die schmecken nach Erbrochenem. Das ist da sehr oft so. Einfach so irgendwie wie fauliger oder schlechter Kefir, der zu lange draußen gestanden hat oder so. Es wird dann sowas Saures und es kriegt so eine Kotzenote. Und radada, das ist bei Alpha-Virus nicht der Fall. So, dann kommt Nummer 2, wo ich immer Schiss habe. Das ist Kirsche. Kirsche kenne ich vor allem zwei Sorten. Das eine ist die, die versucht natürlich zu sein, aber die schmeckt irgendwie so ein bisschen nach Metall. Wisst ihr, was ich meine? Und das zweite ist die, die erst gar nicht versucht, natürlich zu schmecken und die schmeckt dann eben nach Kirschlolli. Das ist nichts Schlechtes, aber das ist jetzt nicht das, was ich in einem Kirschjoghurt erwarten würde. Das hier Die Kirsche hat eine Metalltendenz, aber gar nicht so, dass es mich stören wird. Das ist gut getroffen. Das schmeckt tatsächlich nach Kirschjoghurt. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, hier im Tröpfler ist mir der Joghurt auch schon wieder ein kleines bisschen drüber. Also ich glaube, ich bin einfach kein Joghurt-Fan. Im Tank hat man den Joghurt noch weniger geschmeckt. Und es schmeckt dann trotzdem nach Kirschjoghurt und das hier schmeckt mir ein bisschen zu sehr nach Joghurt. Aber keinesfalls schlecht. Im Tank gefällt es mir besser als hier drin. Und auch hier ist der Fall, dass Ultra Bio noch was mitgegeben hat und zwar Chaka Fist, der Erdbeermilchshake. Chaka Fist. Was? Das sind 120 ml Flaschen. Da drin ist eine Flasche mit Aroma. Und ich habe nachgeguckt und siehe da, sie bieten Refills an. Das ist großartig. Das heißt, wenn ihr euch das kauft und es ist leer, und dann könnt ihr euch einfach für kleineres Geld, und ich glaube, es sind 2 Euro weniger, nur das Aroma alleine nachkaufen. Finde ich eine gute Sache, sollte eigentlich jeder Aromenhersteller anbieten. Jo, was haben wir noch auf dem Zettel? Wir könnten noch einfach mal kurz nach Kommentaren schauen, die gekommen sind. Der Sauerlanddampfer schreibt, was mir schon lange auf die Nerven geht, ist, dass auf den Dampfermessen das Personal von den Ausstellern in der Öffentlichkeit raucht. Dieses ganz ungeniert in ihrer Arbeitskleidung oder den Zugehörigkeitsausweisen. Wahrscheinlich mit den Zuhörern, ja. Sogar ein Mitarbeiter des Dampfermagazins, wo noch groß Dampfermagazin auf der Kleidung steht, das fällt vermehrt auf. Letztens in Kastrop-Rauxel auf der Messe habe ich im Innenhof mit Besuchern gesprochen. Diese meinten nur, warum umsteigen, wenn die selber noch rauchen. Aus meiner Sicht wirklich nicht gut, sondern eher kontraproduktiv. Wieso können diese nicht einen extra Raucherbereich bekommen? Selber habe ich Shopleiter erlebt, die ungeniert vor ihren Shops geraucht haben. Also ich sehe das Thema zwiegespalten. Was ich nicht mag,
ist, wenn tatsächlich die Leute vor der Halle stehen, wo die Besucher reinkommen, man sieht, die haben was mit Dampfen zu tun und haben eine Kippe in der Hand. Ich mag das auch nicht. Auf der anderen Seite denke ich, gebt den Leuten halt einen Platz, wo sie hingehen können, bitte. Liebe Messen, sorgt dafür, dass es hinten dran irgendwie einen Bereich gibt, wo die rauchen können. Denn es ist ja zunächst mal nur menschlich. Also wir waren alle Raucher. Und ich finde es nicht wild, wenn jemand noch nicht ganz davon losgekommen ist. Es gibt ein No-Go und ich habe auch mit einem Shopleiter darüber gesprochen. Das ist Rauchen während der Arbeitszeit von Leuten, die in Dampferläden arbeiten. Denn man riecht es. Und das ist was, das will man nicht riechen. Wenn man gerade dabei ist, von der Kippe wegzukommen und hat jemand vor sich, der brutal nach Kippe stinkt, das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Deswegen, wenn Leute noch rauchen, dann rauchen sie halt noch. Das ist meiner Meinung nach nicht weiter schlimm. Aber konfrontiert Leute, die gerade vom Rauchen wegkommen, bitte nicht damit. Denn das triggert. Und die Idee vom Dampfen ist ja einfach nur mal nicht mehr zu rauchen. Alles andere, was wir sonst hier treiben, alles, was ich da jetzt tue, die ganze Vlogs, das ist alles optional, das ist alles Hobby, das ist alles Quatsch. Aber nicht mehr rauchen ist das Wichtige. Ich greife jetzt noch irgendein Liquid. Green Lemon von Nero. Ich habe es gekauft. Ich kaufe ja auch mal was. Und ich habe tatsächlich eine Chubby gekauft, denn mein Liquid ging zur Neige. Ich hatte zu wenig Liquid mitgenommen. Ich bin ein Idiot. Ich hatte eigentlich nicht zu wenig mitgenommen. Ich hatte noch eine Flasche Cushman mit dabei. Das ist das Aroma, was ich letzte Woche gezeigt habe. Und dieses Zeug harzt dermaßen die Keul zu. Das macht dermaßen die Watte kaputt, dass ich da einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf hatte. Deswegen habe ich gesagt, ich habe quasi kein Liquid mehr dabei. Ich muss mir jetzt was kaufen gehen. Ja. Es wurde Green Lemon von Nero. Das ist die Marke von Francesco, der auch einen eigenen Shop hat. Und der hat die Nero-Aromen rausgebracht. Das wird irgendwie auf 10% angemischt. Ich kann euch nicht mehr sagen, was ich dafür bezahlt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe es deswegen gekauft, weil es mir schmeckt. Und ich ziehe jetzt trotzdem. Ich kenne es ja schon ziemlich gut. Das ist ein sehr frisches, süßes Limettenliquid. Und es kann sein, dass da Frische oder Menthol mit drin ist. Oder Minze. Aber davon nur ganz wenig. Ich muss mal auf der Webseite gucken, was hier los ist. Das ist grüner Tee mit Zitrone und Apfelsaft. Und also in welche Richtung es geht, das ist Zitronentee und auch so ein bisschen der krümelige Zitronentee. Aber grüner Tee hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber ja, das Ding ist, wenn man es mal gelesen hat, dann interpretiert man auch einen grünen Apfel mit rein, dann interpretiert man den Tee mit rein. Das ist halt einfach schwierig, gerade wenn man so binge-dampft, wie ich das gerade mache. Meine Geschmacksknospen gehen langsam zu, aber wir ziehen das jetzt durch. Außerdem habe ich ein sehr großes Bier zu trinken, ja? Also, ihr müsst euch damit mir jetzt ein bisschen zusammenreißen, bitte. So,
An was ich denken muss, ist, dass ich hier sehr wenig Watte reinmache. Das war gerade knochentrocken. Ich habe mir dieses Green Lemon gekauft, weil für mich klang der Name wahnsinnig gut. Ich habe es probiert, ich habe gesagt, alles klar, das werde ich jetzt noch einen Tag im Tank haben. Und es ist tatsächlich ein sehr, sehr leckeres Liquid. Ich kann euch nicht mehr sagen, was aus der Nero-Reihe sonst noch so war, aber ich weiß, dass Dampfwolke eine Verköstigung von allen gemacht hat. Also guckt ihr euch mal an. Wo gibt's die? Nero-flavors.de. Jo, findet ihr. Und da will ich auch gerade mal probieren, wie das mit dem Schumacher alt passt. Alter, das ist eine Flasche, von der kriegst du einen Tennisarm. Früher gab es Literflaschen im Saarland öfter. Die nennt man Libos. Literbombe. Und heute nur noch als Special Edition so gelegentlich mal. Was habe ich schon wieder für einen roten Ballon? Ich bin bei diesen Aufnahmen immer noch irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Auch wenn das, wenn ich weiß, ich kann das einfach wieder löschen oder sonst was. Aber ich bin bei diesen Aufnahmen einfach aufgeregt. Ich mache jetzt mal... Oh, da ist sehr viel Schaum. Ich glaube, ich muss erst den Schaum hier irgendwie wegtrinken. Ne, da stecke ich dran. Ich mache jetzt ein Bier-Pairing. Nochmal. Geil. Ja. Das ist endlich mal wieder ein gutes Pairing. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, was es so rauskitzelt an Geschmäckern. Es schmeckt einfach wahnsinnig toll. Direkt beim Reinkommen in die Halle gab es einen Stand. Da war Gurushka Baschka hinter der Theke von den Vapor Friends. Und Saba, der Dampfbossi. Und auch seine Frau, deren Namen ich mir nicht merken kann. Es tut mir sehr leid, ich grüße dich trotzdem. Und dort gab es die Dampfbossi-Aromen. Und ich kenne schon einige, aber ich habe immer Dinge von der Dampfbossi Nummer 5 gehört. Und er meinte, ich soll die doch mal probieren. Und hat mir dann auch eine Flasche mitgegeben. Und er hat auf dieser Messe für das Dampfbossi Nummer 5 eine Auszeichnung gekriegt als bestes Aroma. Und ich weiß, also er sagte, er hat komplett nicht damit gerechnet. Ich weiß nie, wie das mit diesen Awards so ist, wer das da abgestimmt hat, wer entscheidet, wie das ist, ob man gewinnt oder ob man nicht gewinnt, aber... Dampfbossi hat es wohl wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Ich meine, er hat halt noch einen ganz normalen Daytime-Job. Und er hat wohl auch eine Menge Stress. Er hat auf der Bühne mal wieder völlig gerockt. Also Dampfbossi geht da halt immer ab wie ein Irrer. Und dann habe ich sein Liquid probiert. Das Dampfbossi Nummer 5. Und ich ziehe mal. Hände hoch, ohne Scheiß, ich erzähle es nicht, weil er irgendwie YouTube-Kollege ist oder weil er bei den Vapor Friends mitmacht oder sonst irgendwas. Es waren auch Sachen in seiner Kollektion, die haben mir jetzt nicht so gefallen. Dampfbossi Nummer 5 ist für mich das beste Aroma 2019. Von all dem, was ich probiert habe, von all dem, was ich gedampft habe, ist das zum ersten Mal wieder, dass ich so richtig überrascht bin, was einen Geschmack angeht. Und zwar ist das Birne in Vanillesoße. So als Dessert. Und das schmeckt unfassbar gut.
und unfassbar anders. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber bei vielem, was Aromen angeht, bin ich mittlerweile halt so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, aber es gab eine Zeit, da habe ich zum ersten Mal Cola probiert und dachte so, wie krass, man kann Cola dampfen. Das haut mich weg. Ich dampfe immer noch gerne Cola, aber es überrascht mich nicht mehr. Und Birne in Vanillesoße ist ganz anders als alles andere, was ich jemals probiert habe. Das schmeckt nach einer matschigen Birne, nach einer Birne aus dem Backofen oder so. Überhaupt keine Säure, einfach nur Saft. Eine Birne, die man anfasst und schon so merkt, ah, alles klar, ich brauche kein Messer, ich kann das mit dem Löffel essen. So eine Birne ist das und das ist so gut getroffen. Das hat sowas von einer süßen Naschi-Birne. Birne ist super geil. Die Vanillesoße rahmt das ganz großartig ein. Das ist irre. Ich finde dieses Aroma irre. Zu allem, was ich erzähle. Wenn ihr irgendwie eine Meinung habt, hier unten ist ein Formular, schreibt mir eine Meinung. Meiner Meinung nach ist der Award, den er da gewonnen hat, vollkommen verdient. Und für mich ist das die beste Kreation 2019. Es gibt mittlerweile wahnsinnig gute Sachen am Markt. Es gibt auch garantiert einiges, was richtig, richtig gut ist und niemand hat bisher jemals davon gehört, weil einfach die Marketingmittel nicht da sind. Und ja, Bossi hat ein großes Herz, aber er hat halt auch eine große Klappe, deswegen kriegt er die Sachen, glaube ich, auch so gut verteilt. Aber ist wirklich eins, wie ich es noch nicht hatte. Und das ist kein All-Day für mich jetzt. Für einige garantiert. Es passt in meine Minzphase halt nicht rein. Und für mich ist das ein Tröpfler-Liquid. Aber ich bin immer wieder an den Stand, um zu sagen, ich muss mal kurz wieder an diesen Tester ziehen. Es ist irre gut. Ohne Scheiß. Probiert es aus. Wenn ihr einen Offliner in der Nähe habt, dann fahrt bei dem mal wieder vorbei und probiert euch durch ein paar Aromen und sowas durch. Und vielleicht gibt es ja auch das Nummer 5, um das mal auszuprobieren. Ist so ein Appell, den ich wieder loswerden möchte. Geht mir zu euren Offlinern. Geht zu denen, um das zu tun, was man bei Offlinern so tut. Nämlich einen Kaffee zu trinken, ein Gespräch zu halten und Dinge auszuprobieren. Verschiedene Liquids zu probieren, über verschiedene Setups zu reden, zu wickeln, Leuten Sachen zu zeigen, unterstützt eure Offliner, denen geht es immer noch nicht so wahnsinnig gut momentan und es gab einige Läden, die jetzt schon zugemacht haben. Support your local dealer. Liegt mir am Herzen. Eine andere Sache, die mir am Herzen liegt, wo wir gerade bei den Vapor Friends sind, ist Mittwoch wird es eine Sendung von den Vapor Friends geben auf dem Kanal von Guru Skabaschka. Ich verlinke den hier unten, hier oben, irgendwo. Und zwar eine Versteigerung für Afex, also Auktion für einen guten Zweck. Und die Vapor Friends haben mich gefragt, ey, du hast doch da diesen tollen Bot gebastelt. Können wir den nutzen? Klar könnt ihr den nutzen. Ich muss dann aber dabei sein, weil der Bot, den ich für Charity Line gebaut habe, der ist irgendwie ein bisschen speziell, mit dem muss man umgehen können und ja, das Setup ist ein bisschen schwierig, also müsste ich dann schon dabei sein. Und dann haben sie gesagt, ja cool, wenn du eh dabei bist, komm doch mit in die Sendung, dann kannst du uns irgendwie beim Versteigern helfen. Und das wird jetzt diesen Mittwoch passieren. Mittwoch ist der wievielte? Der 18. Am 18.12. ab 21 Uhr werde ich bei den Vapor Friends mit dabei sein, die für Afex, für einen guten Zweck, welcher Zweck, das wird alles in der Sendung erklärt, eben Päckchen versteigern, Produkte versteigern,
Schaut da rein. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe noch einen Kommentar, den ich zeigen wollte. Da. Und zwar von Betze. Hallo Pixel, schönes Format, gerne wieder. Ja, 1A++. Schon mal überlegt, die Tonspur davon als Podcast anzubieten. Du wärst der erste Dampfer-Podcast in my humble opinion. Eines hast du aber trotzdem verpeilt. Was hast du denn im Supreme gedampft? Das zwei Vlogs her. Ich habe bestimmt Blackline im Supreme gedampft. Ich dampfe immer Blackline im Supreme. Die Tonspur hiervon als Podcast anzubieten, ja, grundsätzlich warum nicht? Ich wäre aber garantiert nicht der erste Podcast, denn es gab schon den Dampfcast. Ich glaube, der war aus der Schweiz. Dann gab es den Vapecast. Der war von Ebbers, soweit ich weiß. Und jetzt gibt's den Dampfer-Podcast. Der Dampfer-Podcast ist relativ neu und ihr findet den unter Dampfer-Podcast auf allen gängigen Plattformen. Die sind bei Spotify. Ich habe sie ganz normal in meinem Antenna-Podcatcher mit drin. Einfach zu finden. Und es ist ein schönes Format. Hört mal rein. Es geht um allgemeine Dampferthemen. Was sind Podsysteme? Wie funktionieren die? Wie schwierig ist der Umstieg? So all das. Und das Ganze mit genug Humor und immer mal nochmal abwechslungsreich. Es gibt auch einen, wo sie unterwegs sind und so. Und das ist ganz schön. Und ich habe sie auf der Messe getroffen, denn sie haben ihre eigene kleine Liquid-Serie rausgebracht. Und ich habe davon Marcel's Listen. Und ob ich diese Tonspur hier als Tonspur veröffentlichen sollte, sodass man sie auf Spotify abrufen kann, weiß ich nicht. Das Blöde ist ja, wenn man auf YouTube einen Podcast hören will, dann geht das am Telefon nur sehr schlecht, denn sobald man das Telefon ausschaltet und kein Bild mehr sichtbar ist, schaltet YouTube den Ton weg, denn das ist eine Premium-Funktion, für die muss man normalerweise bezahlen. Ich könnte drüber nachdenken. Keine Ahnung, aber ist jetzt auch irgendwie erst Ausgabe Nummer 3, ich weiß nicht, wie lange das hält. Dampfer-Podcast Marcel's Listen. Ich zieh mal. Und das Erste, was auffällt, ist Cola-Wassereis. Und zwar definitiv. Und zwar mit noch mehr dahinter. Es ist ein ganz kleines bisschen kühl. Und zwar in der Menge, wo ich sage, ja, dann kann man von mir aus auch Coolada irgendwo reinpacken. Das fällt ja kaum auf. Es kühlt nur ganz leicht die Zunge. Es passiert gar nichts im Rachen. Es klingelt nicht bei mir in Ohren. Es ist eine sehr angenehme Menge Coolada für mich. Coolada-Fanatiker werden da wahrscheinlich gar nichts merken. Und dann? Es steht drauf Maracuja, Mango und Cola. Und ich dachte, neben dem, dass es halt schmeckt wie Cola, Wassereis, kenne ich diesen Geschmack. Diese komplette Komposition, dieses Erlebnis, ich kenne das irgendwoher. Und dann hat jemand gesagt, Solero-Shots. Wenn die jemand kennt, Solero-Shots sind kleine, winzig kleine Eiskügelchen, die aus Wassereis bestehen. Und das sind verschiedene Eissorten so in einem Becher. Und es schmeckt nach Solero-Shots. Cola hat für mich persönlich ein klein wenig bisschen was zu Bitteres, aber das ist Geschmackssache. Also, was den Cola-Geschmack an sich von dem Eis abgesehen angeht, ist er so ein bisschen auch
bei Red Bull Cola. Falls die mal wer probiert hat. Aber das ist eine runde, leckere Komposition. Die ist cool. Finde ich gut. Wen ich auf der Messe noch kennenlernen durfte, ist VC Mods. Ich weiß natürlich, wie bei allen, die ich kennengelernt habe, seinen Namen nicht. Er baut wunderschöne Pfeifen aus Holz und eigentlich auch aus allem, was er in die Finger kriegt. Er ist ein irrer Bastler. Alles sind extreme Einzelstücke. Alles, was er dabei hatte, sah anders aus. Außerdem hat er ein Pfeifenmundstück für Direct Lung entwickelt, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und was gut funktioniert und was auch tatsächlich einen guten Geschmack bringt. Das ist echt so ein langer Pipestem und er ist breit genug und hat einen groß genugenden Einlass, dass er für Direct Lung funktioniert. Cooler Krempel. Eine Pfeife, die er hatte, war ein stabilisiertes Buch. Und ich dachte, wenn stabilisiertes Buch geht, dann geht vielleicht ja doch stabilisierte Kohlrabi. Ich werde mich mit ihm da mal auseinandersetzen müssen. Er hat mir auf jeden Fall ein Geschenk gemacht. Und zwar eine Flasche Holzpflegeöl für Holzmods. Da drin ist Leinsamenöl, Kokos, Aprikosenkernöl und Orange. Riecht super angenehm. Ist leider nicht zum Verzehr geeignet, weil irgendwas davon irgendwie ein bisschen für Durchfall oder so sorgen könnte. Und das hier werde ich jetzt mal auf meine verschiedenen Holzmods aufbringen und gucken, wie sich das so macht. So. Das war Marcel's Listen. Was haben wir denn hier noch so stehen? Ich muss mal gucken. Und was habe ich denn noch so auf der Liste? Ich könnte ja noch mal einen Kommentar einblenden. Mehr Dampfer sagt, moin Pixel, welche Richtung Bier trinkst du gerne? Eher was Leichtes, Herbes oder was Kräftiges, Süßes? Immer wenn ich ein interessantes Bier sehe, muss ich es mitnehmen. Hab schon so vieles kennengelernt. Bier kennenlernen macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn ihr auf meinen Untappd-Account guckt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Biere ich da mittlerweile eingecheckt habe und das ist nicht die ganze Menge der Biere, die ich getrunken habe. Ich finde das einfach schön, wie verschiedene Liquids zu testen, verschiedene Biere zu testen. Mir gefällt das. Ich habe keine bestimmte Präferenz. Ich mag im Sommer tatsächlich eher die leichten Biere oder sagen wir eher die hopfigen Biere. Das darf auch, was das Hopfige angeht, krass sein. Also ich mag India Pale Ales. Und ich mag auch die irgendwie 12% haben oder so. Und wirklich, wirklich hart bitter sind. Also, wo man schon nicht mehr von herb sprechen wird, sondern von wirklich bitter. Also so, dass es dir halt irgendwie das Gesicht nach innen dreht. Und das ist dann aber wirklich was für den Sommer. Jetzt im Winter finde ich erstens, dass so ein Alt ganz angenehm ist. Also ich mag dann dunklere Biere. Und was es jetzt wieder gibt, ist Eisbock. Die Firma Schneider macht einen Eisbock, der bezahlbar ist. Also Schneider Weiße, die halt auch normalerweise so irgendwie so ein Weißbier rausbringen. Und Eisbock ist ein Bockbier, das wird eingefroren. Und das, was zuerst dabei rausläuft, das ist dann das Eisbockgetränk. Das heißt, das gefrorene Eis bleibt drin, das Konzentrat von Bockbier wird aufgefangen und dann getrunken. Das ist schwer, das ist super malzig, das ist süß, das ist eigentlich viel zu stark und es ist im Winter was total Geiles. Das ist auch ein Bier, das muss man nicht unbedingt kalt trinken. Da empfehlen sich eher so Trinktemperatur 12 bis 15 Grad. Das Zeug läuft aus der Flasche wie Altöl. Es ist toll. Ich mag sowas. Ich mag schwere, dunkle Biere. Oder alle anderen. Ich habe hier
Funky Monkey von PJ Empire. Oder um die Frage abzuschließen, nee, ich habe da keine Präferenz. Es ändert sich nur von Jahreszeit zu Jahreszeit. Funky Monkey von PJ Empire. Vom Alex. Vielleicht kennt ihr noch jemand von ganz früher. Es gab den Kanal Vienna Vapor. Vienna Vapor ist der Alex und der hatte immer sehr exklusive Dampfgeräte am Start. Der hat da so richtig, richtig Geld ausgegeben und irgendwann fing der an, diese PJ Empire Linie rauszubringen. Die auch sehr beliebt ist. Das waren früher mal Aromen in 10ml Flaschen und Alex, was passiert? Bring doch mal noch ein paar 10ml Aromen raus. Naja. Funky Monkey, ich habe es schon mal probiert, ist alles. Das ist Kokos, das ist Banane, das ist Erdnussbutter, das ist Cashew, das ist Schokolade, das ist so übertrieben. Eine Eiscreme-Kreation. Das ist schon irgendwie geil. Und auch sehr dekadent. Also wer es süß mag, wer es kuchig mag, nussig, also alles. Das ist alles da drin. Und es ist eine Banane, von der ich nicht husten muss. Das ist schon ganz geil. Das ist für mich das Gegenteil von einem All-Day. Das ist, wenn ich sowas als All-Day hätte, wäre es, als würde ich den ganzen Tag Pralinen fressen. Das klingt so, als würde man den Traum leben, aber ich glaube, ich würde irgendwann davon... Also, ich würde das nicht durchhalten. Oh, zum Bier passt super geil. Ich glaube, jetzt habe ich... Nee, passiert gar nichts. Ja, war ein Fehlzünder. Aber Funky Monkey schmeckt wirklich nach dekadenten Pralinen, gefüllt mit diversem Scheiß. Und es passt irgendwie gut in die Weihnachtszeit. Es ist sehr lecker. Und nach 3-4 Mal ziehen reicht's mir. Ja, schon ganz cool. Ich bin dann um 3:30 oder so auf der Messe abgehauen sonntags, denn ich bin Zug gefahren. Ich habe zum ersten Mal Bier im Zug getrunken, denn Chefkolz haben mir eine Dose Chefkolz Bier geschenkt. Es war eine Dose Bitburger und es war einfach nur ein Aufkleber drauf von Chefkolz. Aber ich habe mich dann im Zug gefreut und dachte so, ich trinke jetzt zum ersten Mal eine Dose Bier im Zug. Habe ich noch nie gemacht. Alles andere, was Bier war, hat mir Olivier, also von Sneak Peek, nach Saarbrücken gebracht. Ich bin ein Idiot. Ich habe jetzt hier diverse Deckel liegen und weiß nicht mehr, wo sie hingehören. Das ist Dampfer-Podcast. Und das andere ist ja, definitiv Bossi Nummer 5. Gut. Die war ich heute beim Steampunk in Saarbrücken abholen. Hab noch diversen Kram gekauft, den man so braucht. Ich habe mal wieder Asterion gebraucht, 1-2 Refills und ich habe 4 neue Akkus gebraucht. Meine Akkus gehen tatsächlich momentan harten Bach runter. Und ja, dann bin ich Richtung Bahnhof und dachte so, ich habe noch ein bisschen Zeit und ich habe noch Hunger. Ich gehe jetzt schnell zu McIster, irgendwie so einen Burger und ein paar Fritten in mich reinschieben. Und treffe einen Typ. Der saß zufälligerweise bei mir am Tisch. Ich habe gefragt, ist hier noch Platz? Und er so, klar, Dude. Das war nämlich der Metal Brother. Ich blende euch mal ein Bild ein. Ich musste ihn fotografieren. Es sah so krass aus. Der Typ war über und über besät mit Patches. Er hatte bei diesen Temperaturen hier eine kurze Buchse an. Er ist halt einfach eine Erscheinung. Das ist der
Metal Brother, ihr findet den auf Instagram, the_metal_brother. Guckt einfach mal. Ich habe zu ihm gesagt, pass auf, du bist ein kurioser Typ, ich kann dich irgendwie gut leiden. Du kommst in meinen Vlog mit rein. Und er hat sich gefreut. Seid vorsichtig, wenn ihr ihn mal trefft. Bringt Zeit mit. Er kann viel reden. Und das tut er. Ich dachte schon beinahe, ich erwische meinen Zug nicht mehr. Aber er war cool. Hat mir gefallen. So. Verlosung haben wir gesagt, ne? Also, ihr habt jetzt schon gesehen, was hier mit drin ist. Ich pack noch dazu, da mich das irgendwie vor einiger Zeit erreicht hat, von Cat Club Red Ragdoll. Das kommt noch mit in den Karton und damit sind es dann 1, 2, 3, 4, 5 Flaschen Aromen, die ihr gewinnen könnt. Und ich habe beim nächsten Vlog nochmal Zeug, was ich verlosen kann. Und jetzt frage ich mich gerade, wie macht man so eine Verlosung? Ich könnte ja sagen, es gibt ein Verlosungscodewort, das wäre in dem Fall Schgucke. S-C-H-G-U-G-G-E, Schgucke. Weil ich ihn jetzt halt mal kennengelernt habe. Und ihr könnt das nicht einfach nur so posten, sondern es muss in Verbindung mit einem echten Kommentar sein. Es muss jetzt nichts Großartiges sein, aber ihr erzählt mir was zu diesen Liquids, ihr erzählt mir was zu den Messen, auf denen ihr wart und ihr erzählt mir vielleicht, was euer Aroma 2019 war, wo ihr sagt, krasser Kram, dass das so rausgekommen ist. Ich bleibe bei Dampfbossi Nummer 5, die Birne mit Vanille. Schreibt mir doch mal, was euer Liquid war und dazu Schgucke, und dann weiß ich, ihr seid beim Gewinnspiel mit dabei. Das Gewinnspiel endet am Freitag, so bevor der nächste Vlog rauskommt. Freitag, 20.12. endet das Gewinnspiel. Ja, da habt ihr irgendwie bis nachts Zeit, eure Stimme abzugeben. Und dann losen wir aus, wer gewonnen hat. Habe ich irgendwas vergessen? Kofferraum hatten wir, Schgucke hatten wir, LED-Influencer, wollte ich noch ein Wort zu sagen. Ich hatte gefragt, soll ich mir irgendwelche LEDs kommen lassen? Und ich habe für mich selbst beschlossen, auch wenn alle gesagt haben, ja klar, mach doch, ist ja kein Ding. Ich tue es nicht. Warum? Aus dem Grund, ich habe genug Lampen. Und ich bin eigentlich dafür, weniger zu konsumieren. Und es ist auch so ein China-Direktshop, auf den ich auch keine Böcke habe. Und es war ein überstürztes, fixes Ding und ich werde das nicht tun. Vielleicht mache ich irgendwann eine Kooperation mit einem Unternehmen, wo ich so denke, das Produkt passt mir gut. Es gab positive und es gab negative Stimmen und ich habe mir die negativen Stimmen eigentlich mehr zu Herzen genommen, denn die hatten alle irgendwie recht mit der Aussage, hey, echt, Plastikkram-Reviewen, braucht man das? Und ich glaube, man braucht es nicht. Vor allem nicht, um noch eine Lampe zu haben, die man dann nicht benutzt. Ich habe hier jetzt so eine Seitenbeleuchtung, so leicht. Ich habe Lampen. Ich muss sie benutzen. Das ist das Ding. Mehr Equipment bringt einen Scheiß. Heißt halt auch, ich werde euch so eine Lampe nicht verlosen, aber vielleicht kommt ja mal ein Unternehmen, wo ich sage, da habe ich jetzt wirklich Lust drauf. Das hier wäre so ein Schnellschuss gewesen und eigentlich ist es Quatsch. Trotzdem danke für alle, die mit abgestimmt haben, denn das sagt mir, ich kann so eine Aktion bringen, aber ich muss auch irgendwie mit mir selbst vereinbaren können. Und das konnte ich in dem Fall nicht. Das kann ich vielleicht mit irgendwas anderem. Ja. Dann, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schaut am Mittwoch bei Gurushka Boschka in die Vapor Friends rein, wenn wir Dinge für Afex verlosen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten teilen, liken, drückt auf den Abo-Knopf, wenn ihr das noch nicht getan habt. Drückt auf die Glocke, wenn ihr da Bock drauf habt. Kommentiert, verteilt das Video. Jo, bis zum nächsten Mal.